Hallo. Noch nichts geleistet und schon Applaus. Vielen Dank. Aber ich bin sehr froh, ich bin sehr dankbar darum, dass das so angenommen wird, dass ihr heute hier seid. Ich weiß, einige von euch haben echt einen weiten Weg auf sich genommen. Dankeschön dafür. Weil für mich ist es nicht selbstverständlich, dass ihr hierher kommt, dass ihr eure Zeit investiert bei so einem Abend und auch noch so mutig seid und vielleicht einen Kontakt bekommt. Ja? Dann werde ich nach dem englischen Spiritualismus arbeiten. Was bedeutet das? Ich werde in eine Art Beweisführung gehen. Nein, ich bin keine Polizistin. Am Samstag wurde ich wieder angehalten, oh mein Gott. Der Automatik ist abgesoffen. Als ich dann das Fenster aufgemacht habe und einen Alkoholtest wollte, habe ich gesagt, gib ihm, mach was. Und dann hat sie gesagt, fahren Sie weiter. Ja. Aber ich habe wirklich nichts getrunken, war wieder so aufgeregt. Beweisführung bedeutet, dass ich den Verstorbenen beschreibe oder die Verstorbenen. Ich spreche immer in männlicher Form, sorry, Frau, ist einfacher. Weil in diesem Wiedererkennen liegt die meiste Heilung in der Arbeit als Medium. Irgendwelche Floskeln kann euch jeder an den Kopf hauen. Er ist so stolz auf dich. Er liebt dich. Das wird heute Abend auch kommen, die Sätze. Ich tue mir gerade mein eigenes Grab schaufeln, merkt ihr das? Oh. Aber es geht eher darum, euch zu beweisen, wie war die Person. Vielleicht bekomme ich eine Todesursache gezeigt. Vielleicht bekomme ich Themen gezeigt, die gerade aktuell in eurem Leben wichtig sind. Ich weiß es nicht. Jeder Jenseitskontakt ist anders. Ich weiß nicht, ob es ein Blutsonkel ist oder ein Pateonkel. Ich habe immer so das Gefühl von einem Onkel, der neben mir steht. Ich habe das Gefühl, es war ein schneller Tod bei ihm. Könnt ihr verstehen? Darf ich mit euch arbeiten? Kannst du verstehen, dass es für dich wie ein Onkel war? Wart ihr manchmal zusammen im Stadion? Okay, weil er jetzt immer mit mir in das Stadion geht. Und ich habe aber das Gefühl, ich bin jetzt nicht hier irgendwo beim FC Bammetal, sorry Hansi Flick, sondern dass es eher wirklich erste Bundesliga ist oder zweite. Also ich habe immer so rundes Teil. Ich bin nicht so die Fußballgängerin, sorry. Okay. Aber er geht mit mir die Treppe hoch und ich habe wirklich das Gefühl, dort ist Stimmung. Ich weiß nicht, ob ihr nach einer Fankurve wart oder also ich habe immer diesen Gesang im Ohr und ich muss so lachen, sorry, Stadionwurst. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das immer gegessen habt, aber er holt immer Wurst und ein Bier. Okay. War da noch jemand dabei, weil er immer, also er zeigt nicht nur dich und ihn, ich habe immer das Gefühl, da war noch jemand dabei. Kannst du das verstehen? Okay. Habe ich dich gefragt, ob ich mit dir arbeiten darf? Ich lege so los, ist das okay für dich? Respekt, Mann, so jung und er macht mit. Ich habe immer das Gefühl, es ist die Stimmung wie auf dem Betzenberg, aber ich bin nicht auf dem Betzenberg. Aber kannst du verstehen, dass dort auch so feurige Stimmung ist? Und er gibt mir immer die Farbe Rot. Kannst du was damit? Aber es ist nicht Kaiserslautern. Okay. Also wenn ich das richtig definiere, oh Gott, heute, ey, ehrlich, Gibi, ist es Eintracht Frankfurt? Okay. Weil er hat mir immer das Bild von der Ute in Facebook. Okay. Eintracht Frankfurt bin ich jetzt. Hast du einen Schal von Eintracht Frankfurt? Und ist du was, ich kenne jetzt nicht das Logo von Eintracht Frankfurt, aber ist du was Rotes? Kannst du das verstehen im Kreis? Okay, ja, dann bin ich im richtigen Stadion. Oh mein Gott, okay. Er hätte dich noch gerne ein Stück weit im Leben begleitet. Und er möchte damit auch zeigen, dass sein Tod zwar viele Fragezeichen aufgewirbelt haben, aber nicht von ihm bewirkt worden ist. Weißt du, was ich meine? Also er hat keinen Suizid begangen. Das ist ganz, wo er ganz klar sagt. Er zeigt mir,
dass er allein verstorben ist. Also ich habe das Gefühl, es ist niemand dabei. Ich weiß nicht, ob du dir die Frage manchmal stellst. Denn wenn es dir jetzt irgendwie zu arg wird, sagst du, Annette, Themawechsel, okay? Gut, versprich mir es. Okay. Stört's, ja. Ich habe immer das Gefühl, es zieht mich nach hinten weg und ich schlage mit dem Kopf ziemlich stark auf. Und er gibt mir zu verstehen, dass er mit diesem Aufschlag bewusstlos geworden ist und ich sehe ihn dann in den Fluss kullern. Und ich habe dann das Gefühl, dass er leider dort in dem Fluss verstirbt. Ich habe, er zeigt mir immer eine Zeitung, ich weiß nicht, ob es ein Stück weit in der Zeitung zu finden war. Und er zeigt mir dann, dass er gefunden worden ist im Wasser. Und er möchte das heute so aufklären, weil es war kein Suizid und das ist ihm ganz wichtig, weil er ist für dich ein Stück weit ein Vorbild und deswegen möchte er das heute klären, dass du weißt, es war ein ganz dummer Unfall. Er guckt immer noch nach dir. Ich weiß nicht, ob du das manchmal spürst, dass er da ist. Deswegen hat er sich heute hier durchgekämpft. Okay, hat dein Mann noch Geschwister? Ist es ein bisschen schwierig mit dem Geschwisterkind? Kannst du das, ich nenne es jetzt Kind, mit dem Geschwisterkind, kannst du das verstehen? Ja. Belastet es ihn immer noch? Ich habe immer so das Gefühl, der Kontakt ist sehr schleppend zwischen denen beiden. Und ich habe das Gefühl, dein Mann zeigt er mir sehr oft. Und er gibt mir aber zu verstehen, ist das noch ein Bruder? Nee, Schwester. Eine Schwester, gell? Die ist sehr eigen. Darf ich so betiteln? Ja. Okay. Geht es bei euch noch um eine Erbregelung oder war das ein bisschen ein Thema? Er stellt mir immer Haus hin, kannst du was damit anfangen? Ja, anfangen. Ist es jetzt geklärt, weil er mir immer so wie den Strich drunter zieht? Also seit dem letzten Gespräch mit dir ist es geklärt. Okay, weil er ist froh, was ich alles kläre. er ist froh, dass die Ruhe eingekehrt ist bei euch. Okay. Warst du bei ihm zu Besuch, kannst du das verstehen? Hast du aber ihm eine Sprachnachricht, weil er immer mir deine Stimme im Ohr zeigt? Also ich war zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Okay. Das war eine Woche, bevor die Kleine geboren wurde. Und ich habe mich so versucht zu verabschieden. Weil er hat die Nachricht bekommen, gibt er mir immer zu verstehen. Er fand die Nachricht mega schön. Und ich weiß nicht, was Inhalt der Nachricht ist. Ich habe kein Hellhören. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen. Ja, wenn er mir immer Sprachnachricht gibt. Ach, so ist er. Und ihm ist halt wichtig, dass du weißt, dass er das mitbekommen hat. Ich kenne jetzt nicht den genauen Inhalt dieser Sprachnachricht, aber er gibt mir ganz klar zu verstehen, dass es ihm genauso ging, soll ich dir sagen, dass du wie Tochter für ihn bist und dass er dich liebt und stolz auf dich ist. Gab es eine Zeit, wo du Kind warst, wo ihr näher aneinander gelebt habt, weil sie mir immer dich als Kind zeigt und dass es von der Distanz näher miteinander war? Okay. Und dass sie auch sehr wichtig für dich war. Ich habe immer so das Gefühl, sie war ein Halt in deinem Leben oder so ein Anker, gibt sie mir zu verstehen. Und dass sie es auch immer sehr genossen hat, mit dir Zeit zu verbringen. Ich habe so das Gefühl, weißt du, es war nicht nur, ich besuche mal kurz die Oma, sondern wie wenn du eine Tage dort verbracht hättest oder eine Nacht oder so. Weißt du, also ich habe immer eine Präsenz von dir bei ihr, gibt sie mir zu verstehen. Okay, und wie wenn du... Sie will dir auch jetzt wieder Mut zusprechen, weil du musst nach einer Veränderung im Leben sein. Ja? Und ich hat das mit dem Job was zu tun, kannst du das verstehen? Weil ich immer das Gefühl habe, dass es wie ein großer Schnitt in deinem Leben ist. Und sie will dich wie ermutigen, es endlich zu tun. Kannst du das verstehen? Kannst du verstehen, dass das, was du tun willst, mehr eine Herzensaufgabe ist? Und ich habe immer das Gefühl, dass du wie Vollzeit bei dem Menschen bist und begleitest, kannst du was damit anfangen? Und sie gibt mir immer die Sterbebekleidung mit dazu. Bist du in einem Hospiz jetzt tätig? Kannst du das verstehen, weil sie mir immer Hospiz zeigt und dich immer wieder reingehen und rausgehen lässt? Und sie sehr stolz ist, dass du das machst und dich auch bewundert, wie du damit umgehst. Weil du, wie soll ich das sagen, du hast eine Gabe damit umzugehen, ohne dass du daran zerbrichst. Du kannst es sehr gut, dort lasse das Leid. Sie geht aber noch einen Schritt weiter. Willst du noch wie was Neues gründen? Oder ich weiß nicht, ob das ein Verein ist, aber sie gibt immer, wie wenn du noch mehr vorhast. Ja, ich habe am Montag ein Bewerbungsgespräch. Ah. Deswegen. Weil sie immer, weiß, Team, ja, schon ein Team zeigt, aber so was Neues auf die Beine stelle. Ja, das ist ja was ganz anderes, als das, was ich jetzt. Genau, und sie gibt mir immer zu verstehen, dass du dort gebraucht wirst und wie frische Wind reinbringst. Ja, ich auch. wird gut laufen. Also sie ist dabei.
Du sollst einfach du selbst sein. Die werde sehr schnell erkennen, dass sie dich brauche. Ja. Ja. Sie hat noch ein Sternekind bei sich, soll ich euch sagen. Diese Information ist noch wichtig für euch, dass sie das auf dem Arm hält und beschützt. Mehr soll ich hier gar nicht sagen, aber diese Information musste sein. Ja? Und dass alles gut ist. Okay. Nein, sie möchte doch noch was dazu sagen. Sie gibt mir immer zu verstehen, dass das Kind nicht überlebensfähig war. Ja? Und dass, wenn Schuldthemen da sind, man aus der Schuld rausgehen soll, dass alles gut ist und sie sorgt dafür, dass wieder Kind kommt. Okay? Sie gibt alles. Was in ihrer Macht steht. Jetzt fängt sie hat schon ein bisschen Humor. Ne? Jetzt fängt sie an zu lachen, sagt sie, Annette, alles habe ich nicht in der Hand. Aber das, was mir möglich ist, werde ich unterstützen. Und sie zeigt mir, dass sie dich auf der Herfahrt sehr eng bekleidet hat. Du spürst sie, oder? Wenn sie neben dir auf dem Beifahrersitz sitzt. Ja. Okay. Jetzt muss ich kein Medium sein. Ich habe ja mitbekommen, dass du im Stau standest. Und sie gibt mir aber zu verstehen, dass sie wie dafür gesorgt hat, dass du es trotzdem hierher geschafft hast. Mhm. Sie war beteiligt, soll ich dir sagen. Okay. Sie möchte der ganzen Familie, dem Papa, deiner Schwester und dir, bedanken, wie eng ihr sie begleitet habt auf ihrem Sterbeweg, dass ihr immer präsent war, es war immer jemand da, es war fast getaktet, weil sie mir wie einen Stundenplan zeigt, dass ihr es echt immer so eingerichtet habt, dass jemand vor Ort war. Und sie hat euch immer mitbekommen in dieser Phase, wo sie mehr geschlafen hat, weil sie mir dann zeigt, dass sie palliativ betreut worden ist. Sie zeigt mir starke Schmerzmittel. Ich habe wie Watte im Kopf, weiß, wo ich zwar im Raum bin, aber doch nicht mehr alles mitbekommen. Und sie hat immer eure Stimme gehört und ich habe auch immer Berührungen. Ich habe mir über die Wange streicheln, über den Arm streicheln. Ich höre auch Musik. Also weiß, sie war immer, sie gibt mir immer zu verstehen, wie wenn sie in der Familie war. Und die letzten Tage, sie gibt mir einen Sterbeprozess, also von 3-4 Tagen, bis sie übergegangen ist. Und soll ich dir so erklären, weil du dich das manchmal fragst, wie das war, dass sie ins Jenseits, weißt du, sie war im Jenseits, kam wieder zurück. Das war so ein langsamer Übergang, soll ich dir sagen. Sie möchte euch Danke sagen, dass ihr bis zum Ende an ihrer Seite war. Also sie gibt mir immer bis zum letzten Atemzug und es hört sich jetzt verrückt an, aber diese letzte Stunde haben euch als Familie noch näher gebracht, gibt sie mir zu verstehen. Ihr wart alle eins. Und genauso hat sie das auch empfunden. Und sie möchte euch Danke sagen, dass sie in eurer Liebe gehen durfte. Und sie ist dort in Liebe in Empfang genommen worden. Ich habe immer, ich weiß nicht, ob es die Oma oder die Mama ist, die sie empfangen, aber ich habe immer weibliche Personen, die dasteht und sie in Empfang nimmt. Sie dankt euch auch für die Trauerfeier. Die muss besonders gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch heute Abend ein bisschen näher bringen, der Job des Mediums. Gibi hat alles gegeben, vielen Dank dafür. Ich danke euch von Herzen, dass ihr hier seid an diesem Abend. Es tut mir leid, wenn nicht jeder Verstorbene durchkam. Und ich hoffe, dass ihr gut nach Hause kommt. Ich sage vielen Dank. Applaus